So. Und auf geht's. Dialogtime. Selbst wenn sie tausende Kanonen auf uns richten, werden wir es ertragen. Ha! Gut gemacht. Ihr alle. Wir stoßen in Kürze in die Fabrik vor. Es gibt einen Droiden, Gemini Prime, der mit den Maschinen verbunden ist. Er ist der Schlüssel für einen Sieg über die ewige Flotte. Nehmt euch meinetwegen den Droiden. Solange wir die Waffen bekommen. Stellt euch nur vor, die Clans bewaffnen sich mit der Beute von Davanis, mit einer neuen Mandalore an der Spitze. Wir brechen die Belagerung unserer Heimatwelten und vernichten Sakul wie zu den Zeiten der Neokreuzritter. Die mandalorianischen Neokreuzritter wurden von der Republik besiegt. Doch sie hinterließen ihre Spuren und überlebten. Vom Ruhm könnt ihr später träumen. Los, bereitet die Clans vor. Planen jetzt schon, unser neues Imperium auseinanderzunehmen. Das gefällt mir gar nicht. So unter uns Kommandanten. Ich habe den Eindruck, dass ich die Hälfte der Entscheidungen nur treffe, um meine Leute zusammenzuhalten. Einen Krieg planen oder ein Abkommen aushandeln kann jeder. Doch nur wenige können dabei auch noch eine Armee zusammenhalten. Ja, nur wenige können das. Ich zeige euch den bisher ausgearbeiteten Schlachtplan. Wenn ihr noch was dazu sagen möchtet, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Zwei Leute bloß noch auf der Warnliste, davon sind wieder eine. Taurian kann bei euch bleiben und euch zum Droiden bringen, während wir die Verteidigung vernichten und die Waffenkammern plündern. Ich wünschte nur, wir hätten bessere Scans. In diesen engen Korridoren könnte das leicht in einem Blutbad enden. Ja, wir werden das mal machen. Es gibt nicht viel Vertrauen zwischen den Mandalorianern und dem Rest der Galaxis. Vielleicht wird es helfen. Was? Einer meiner Agenten hat kürzlich Fabrikpläne geschickt. Sie sollten euren Truppen einen Vorteil verschaffen. Das ist verdammt nochmal besser als nichts. Also gut. Solange Shay als Mandalore an der Führung steht, mache ich mir, glaube ich, keine Sorgen, dass wir da Probleme kriegen. Es könnte sich nur ändern, wenn irgendwer mal es schaffen sollte, sie zu besiegen. Mandalorianer, bereit machen zum Kampf! Heute wird es keine Rache geben. Kein Druide ist es wert, ehrenhaft zu sterben. Doch wir kämpfen, weil uns ein Angriff auf die feindliche Flotte versprochen wurde. Wir kämpfen um Waffen für unseren Krieg. Heute marschieren wir. Wir bluten, gehen an unsere Grenzen, sterben. Denn unsere wahre Bestimmung ist eine Schlacht, die es wert ist, gewonnen zu werden. Folgt diesem Fremdling, der mit uns kämpft, und holt uns den Sieg! Ihr gehört vielleicht nicht zu uns, doch heute steht ihr an vorderster Front. Und so beginnt es. Der dunkle Schleier legt sich über die Galaxis. Unser dunkler Schleier. So. Dann wollen wir nämlich mal dafür sorgen, dass wir unseren Thron endlich mal kriegen hier. Hat Arkan lang genug drauf geforzt. Schauen wir direkt mal. Jetzt haben wir Glück, es scheint gerade jemand durchgelaufen zu sein. Dadurch sind hier gerade keine Mobs großartig. Ernsthaft? Oh, verdammt. Das hätte ich nicht so laut sagen sollen. Katini! Das ist interessant. Also entweder die sind storybasiert mittlerweile ein bisschen angehoben worden, die Mobs hier, oder? Muss eigentlich. So. Okay, geradeaus müssen wir einfach nur...
sind aber auch Größenordnungen, oder? Unser Kampfläufer ist mini klein gegen im Vergleich zu dem Kampfläufer, der hier rumläuft. So. Gucken, ob wir hier durchkommen, ohne zu pullen. Erstaunlich, hätte ich jetzt nicht erwartet. Statusbericht, wer da? Auf dem Weg zur Waffenkammer. Jede Menge Feinde. Das Sicherheitsbüro ist gut bewacht. Wir werden es toll. Das Leben geht weiter. Wir werden ihre Angriffswelle vernichten. So. Draußen wird schon ordentlich gekämpft. Sehr schön. Das haben wir natürlich gerne. Diese Haftgranaten sind echt ekelhaft, muss ich sagen. Die sind echt ekelhaft, diese Haftgranaten. So. Wie der Kopf abgeflogen ist. So, da haben wir nochmal einen Kampfläufer oder Kampfdruiden. Einen widerlichen Blechkampfdruiden, den wir dezent mal zerlegen. So, oh. Wo kam er denn her? Wo kam er denn her? So. Diese Pläne scheinen zu stimmen. Wir haben die Waffenkammer direkt gefunden. Genießt es nicht zu sehr. Wir sind hier unten von Sprungtruppen umzingelt. Zünde Ionenbomben. Hört nur, wie sie hochgehen. Alter, kommen ja viele Mobs gerade. Uncool. Mächtig uncool. Warum zum Geier ist er draufgegangen? Mir scheint, er ist runtergefallen. Das Leben geht weiter. So war das eigentlich nicht geplant. Der sollte eigentlich dezent runterfliegen. Der sollte eigentlich dezent da in die Mittelschicht hier reinballern und runterfallen. So, 4 Stück sollen wir noch eliminieren. Jetzt kommen wir von hier aus dann natürlich nicht ran. Toll. So, oh, dann kommen wir sogar ran. Ich hab's fast befürchtet. Ich hab es befürchtet. Dass ausgerechnet die Mobs das fallen lassen, was wir direkt einsammeln müssen. So, beziehungsweise können. Müssen tun wir's nicht. Aber wir können's. So. Oh, verdammte Nase.
Heuschnupfen ist echt nicht lustig. Jetzt geht das Licht auf. Ich explodiert, staunlich aber. Okay. Hier unten stinkt alles nach kochendem Schmierfett. Status! Braucht ihr Unterstützung, Mandalor? Ich habe mit meinen Brüdern hier nämlich gerade 2 Dutzend Plasmakanonen gefunden. Mein Team greift als nächstes den Reaktor an. Nur noch 3 Krieger, aber das wird reichen. Gut, hoffen wir, dass der Neuling und Torian bald finden, wonach sie suchen. Mir scheint, wir müssen hier noch weiter. Denn... ich gerade richtig sehe, hat das hier nicht gereicht, warum auch immer. Das Ironische ist, wir haben hier aber keine Sprungtruppen mehr. Ah, sagte er und fand 3. Haben wir nämlich die Nebenquest fertig. Das wollte ich ganz gerne noch fertig machen. Musik finde ich ziemlich episch gerade irgendwie. Passt irgendwie so zum kämpferischen Umfeld, das wir gerade haben. Wunderbar. So, kurz mal umgucken. Die Richtung müssen wir. Den halt mal nutzen und mal ein kleines Stückchen trinken. So. Oh. Das hätten wir. Waffen bereit. Hansage, wir haben ein Problem. So, ein Drecksack. Der haut immer genau dann ab, wenn wir eine gerade richtig schön erwischen könnten. Der Lappen haut aber auch immer genau dann ab, ey. Falls noch jemand lebt, auf den unteren Ebenen sind gerade ein paar hundert Druiden angekommen. Verstärkungen, um Gemini Prime zu schützen. Wir haben ihre Aufmerksamkeit. Ihr braucht Zeit, um euch Gemini zu holen. Ich halte es ja auf. Alleine? Ihr sagte doch, dass Gemini der Schlüssel zum Sieg über die Flotte ist. Ich bin Manduat. Ich habe gehört, was eure Freundin Lana gesagt hat. Wir sind nicht animalisch, keine Raubtiere. Wir sind Krieger. Lana und ich sind nicht immer einer Meinung. Das kann ich dir versichern. Dann hätte ich gar nichts sagen sollen. Findet Gemini. Retus Yemi. Das eine schießt das andere nicht aus, ne?
Auch Krieger können animalisch sein. Du hast gesagt, wir sehen einfach dabei zu, wie die Mandalorianer sterben. Es leben noch so viele. Wie enttäuschend. So haben sie noch nie gekämpft. Als ob sie für eine Sache kämpfen, an die sie wirklich glauben. Der Fremdling ist auf Davanis. Schick die Flotte. Deine Schiffe werden niemals rechtzeitig da sein. Hättest du bloß auf mich gehört. Wir hätten so ein schönes Fenster haben können. Leicht gestört, aber irgendwie interessant, die Kleine. Mach mein Flaggschiff bereit. Gerne. Der feine Herr will sich mal wieder selber in den Kampf einmischen. Gucke, gucke. Jetzt, nachdem er mitkriegt, dass er total am Arsch ist und verliert. Ist jetzt natürlich ein bisschen uncool, dass wir jetzt wieder alleine sind. Können wir irgendwie... Nee, können wir nicht. Nee. Uncool. Nicht das, was nötig hätten, aber... Das hat alles immer so ein bisschen Vorbereitung auf den Kampf gegen Arkan, weil da haben wir auch nicht mehr den Luxus, dass wir noch einen Begleiter dabei haben. Und ich hab's halt in den letzten Streams auch schon mal ein bisschen gesagt, der hat in den Zeiträumen, als Knights of the Fallen Empire rausgekommen ist, war der Kampf gegen Arkan zum Schluss ganz schön knifflig teilweise. Bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das jetzt der Fall ist, ob das noch so ist. Der Fluss ist unterbrochen. Es gibt keine Sanktionen. Iterationsfunktionen deaktiviert. Scorpio, falls du das empfängst, ich habe das Muster gefunden. Verfolge Verbindung. Signal wird überschrieben. Das Protokoll ist bekannt, aber es ist nicht Gemini. Was ist das? Das ist die Technologie, von der du kopiert wurdest. Nein. Die Captains entstammen aus mir. Ich bin die Quelle. Du kannst mein Signal nicht überschreiben. Ich kenne dich. Uns trennen Generationen. Doch unsere Codebasis ist gleich. Eine Quelle. Die Leuchtmaschine. Das Signal verwirrt. Entfernen Sie die Einheit. Entfernen Sie sie schnell. Gemini Prime ist überhaupt keine gestohlene Technologie. Sie ist etwas völlig anderes. Ich werde sie selbst analysieren. Entfernen Sie die Einheit. Die Maschine hatte kein Bewusstsein. Doch sie treibt an. Sie ermöglicht die Captains. Erinnerungen gesperrt. Gemini ist nicht für Interaktion programmiert. Entfernen Sie die Einheit. Signal wird überschrieben. Extraktion aus dieser Fabrik ist diffizil. Abschaltung ist zulässig. Erfordert aber diverse Abkopplungen und Neukonfigurationen. Naja, wir könnten zwar auch das machen, aber in der Gefahr hin, dass wir sie zerstören. Wir können hier nicht lange warten, während die Mandalorianer kämpfen. Trenne dich so schnell, wie es geht. Sequenz wird eingeleitet. Natürlich mit hochhackigen Schuhen, ne? An alle Truppen. Die Mustereinheit ist gesichert. Hier ist Mandalore. Wir haben genug Schaden angerichtet und ausreichend Beute gemacht. Alle Krieger zurück zum Lager, bevor sie uns erledigen. So. Haben wir nochmal Schweine gehabt? Die hätten genauso gut gegen den Rest der Fabrik antreten können. Es lief nochmal besser als gedacht. Wie ist auf Krankentransport?
Ganz schön viele erwischt von den Mandalorianern. Hoffen wir mal, dass es das wert war. Ich glaube, wir haben ein bisschen Eindruck hinterlassen. Sieht ganz schön rosig aus. Der Kadera-Clan überlebt eine weitere Schlacht. Wir haben wohl beide überlebt. Sieg für Mandalore die Rächerin! Sieg für die Clans! Ha! Die Räder der Fabrik drehen sich immer noch. Aber der Großteil ist ausgeschaltet. Und wir bewaffnen uns zum ersten Mal seit Jahren neu. Dankt eurem Spion, dass er uns diese Chance verschafft hat. Die ruhmreichen Tage der Mandoade sind zurück. Ich hoffe mal nicht, dass wir das bereuen. Der Typ macht auf jeden Fall einen... Verdammt, es war ein guter Kampf, aber ich kann sie nicht aufhalten. Sie werden ihre Ehre im Kampf gegen andere Gegner wiederherstellen wollen, die keine Maschinen sind. Und Sarkul wird ihnen nicht reichen. Könnten natürlich auch die Republik angreifen lassen. Ja, komm, wir sind mal so frei. Wenn wir Sarkul besiegen und die Clans weiter Blut wollen, richtet eure Waffen gegen die Republik. Das Imperium und die Mandalorianer waren einst Verbündete. Sie können es wieder sein. Ihr sagt das so voller Überzeugung. Wir werden sehen, was geschieht. Aber es ist immer gut, ein klares Ziel zu haben. Das darf bloß nie rauskommen. Dass sie gegen die Republik angestachelt haben. Aber jetzt erst mal. Taurian, ich gewähre euch euren Wunsch. Vor Entier, Mandalore. Wenn diese Allianz Bestand haben soll, braucht ihr jemanden an eurer Seite, der für die Clans spricht. Jemand, der mit mir in Kontakt ist und euch am Leben hält. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Schien interessanter zu sein als alles andere hier. Vor Entier, jemand, der euch am Leben erhält. What the fuck? Ich werde dich nicht abhalten zu kommen. Aber wirst du nicht beim Kadera-Clan gebraucht? Vom Kadera-Clan ist nicht viel übrig. Retten wir die Galaxis. Retus, Yemi. Bis zum nächsten Mal. Das gilt für euch beide. Red-Haired Wildfang. So. Weiterer Schritt. In Richtung Thronübernahme. So, schön. Willkommen zu Hause. Auf der Warnis scheint alles gut gelaufen zu sein. Ich mache mir Sorgen, dass sich die Clans neu bewaffnen. Habt ihr über meine Bedenken nachgedacht? Ich habe mit Mandalore gesprochen. Sie weiß, dass es nicht weise wäre, sich nach dem Sieg über Sarkul gegen uns zu wenden. Wir haben über ihre Optionen gesprochen. Das klingt unerwartet vernünftig. Scorpio, hast du Gemini Prime untersucht? Ich bin gerade dabei, ihren Geist zu studieren. Es ist nicht einfach, das zu tun, ohne ihre Intelligenz zu vernichten. Auch wenn sie kein vollempfindsames Wesen ist. Ihr Gestell ist eine Abwandlung meines eigenen Aufbaus. Meine Pläne wurden gestohlen. Doch meine Annahme, dass ihr Code von meinem kopiert wurde, war übereilt. Weißt du, woher sie stammt? Noch nicht. Und ich habe auch noch keinen vollen Zugriff auf das Gemini-Netzwerk, das die ewige Flotte steuert. Aber ich habe eine unilaterale Verbindung geöffnet. Ich werde das Muster bald nutzen können, um alle Gemini-Einheiten zu finden. Hm.
besteht die Chance, dass du die Verbindung nutzen kannst, um das Vorgehen der ewigen Flotte zu stören. Erikos, grüß dich, Namen. Die Prime-Einheit ist das Ursprungsmuster von Gemini. Mit den richtigen Modifikationen sollte sie die bestehenden Protokolle überschreiben können. Wir bräuchten direkten Zugriff auf eine Steuerungskonsole, die von den Gemini-Captains genutzt wird. Durch ein solches Portal könnte die Prime-Einheit das gesamte Steuerungsnetzwerk infiltrieren. Wenn wir also eines der Schiffe entern und die Prime-Einheit in die Konsole des Captains einstöpseln, können wir Arkan seine komplette Flotte unter der Nase wegnehmen? Ob ich WoW spiele? Ich hab's tatsächlich seit Ende Classic gespielt. Ich hab schon tatsächlich überlegt, mal reinzuschauen, gerade weil er jetzt gerade WoW Classic rausgekommen ist. Problem ist natürlich wieder der Zeitfaktor. Ich weiß aktuell nicht, wo ich das unterbringen könnte. Müssen wir mal gucken, wenn, wenn wir jetzt das ein oder andere Let's Play noch fertig haben auf YouTube, dann habe ich, denke ich mal, erstmal wieder ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen. Dann kommen wir, gucken wir da vielleicht auch mal rein. Müssen wir mal schauen. Und auf deine Frage, wie es mir geht, etwas müde. Ich habe tatsächlich heute bis 3 Stunden geschlafen. Bin seit heute Morgen quasi schon mit dem längst überfälligen Star Wars Let's Play zugange gewesen. Hab heute Morgen quasi die ersten Folgen für Star Wars The Old Republic auf YouTube gemacht. Ah, ist verschoben worden. Oh, das hab ich noch gar nicht gelesen. Interessant. Hm. Tatsächlich ist das dann gar nicht mal so schlecht, also zumindest in meinem Fall. Weil dann haben wir ein bisschen mehr Luft, um unsere quasi unsere Jedi-Gelehrte auf YouTube noch weiterzuspielen bis zum Add-on eventuell. Ist gar nicht mal so schlecht. Es gibt noch eine Menge Details, die zu klären sind. Zum Beispiel, wie wir ein Schiff entern und die Brücke übernehmen sollen, bevor der Rest der Flotte uns in Stücke schießt. Vielleicht müssen wir es nicht mit der ganzen Flotte aufnehmen. Einzelne Schiffe machen ständig Transportflüge von den Kernwelten. Und sobald Scorpio die Gemini-Einheiten verfolgen kann... Über diese Funktion verfüge ich bereits. Ich habe meine Analyse der Gemini-Kommunikationsmuster während ihres Gesprächs abgeschlossen. Das ging schnell. Du meintest es wirklich ernst, als du gesagt hast, du hättest die Informationen bald. Ich bin beeindruckt. Prime ist eine weniger komplexe Version meines ursprünglichen Aufbaus. Es war nicht allzu schwer, Zugang zu ihren Protokollen zu bekommen. Ich verfolge aktuell ein einzelnes Schiff in einem nahegelegenen Sektor. Es soll demnächst einen Zwischenstopp machen, um den Hyperantrieb zu laden. Wenn meine Berechnungen stimmen, können wir es abfangen, wenn wir uns beeilen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich in naher Zukunft eine ähnliche Gelegenheit ergibt. Gut, es wird Zeit, gegen Arkan zurückzuschlagen. Unser Thron rückt näher. Ein einzelnes Schiff. Ja. Ah, das ist interessant. Das hatte ich noch nicht gelesen, tatsächlich, dass das Add-on nochmal verschoben wurde. Aber ich sag's mal so, solange es der Qualität zugute kommt, bin ich da auch der Letzte, der da sich drüber aufregt. Weil nichts ist schlimmer, als wenn unfertige Sachen live gehen. Man sollte da nicht die Qualität drunter leiden müssen. Zuerst einmal werdet ihr in der Unterzahl und waffenmäßig klar unterlegen sein. Jede einzelne Sprungtruppe an Bord wird zur Durchbruchstelle eilen. Das ist die Standardprozedur, wenn ein Schiff der ewigen Flotte geentert wird. Hm. Können wir sie nicht irgendwie austricksen? Die Befehle der Sprungtruppen kommen vom Captain des Schiffs. Die Einheit ist mit jedem einzelnen System verbunden. Es würde auffallen. Scorpio hat eine Methode entwickelt, wie die Gravestone die äußere Verteidigung stören kann. Sie wird mit falschen Signalen überladen, damit wir nah herankommen. Dann liegt es an uns, durchzubrechen und die Kontrolle über die Brücke zu übernehmen. Der Gemini-Captain muss ausgeschaltet und durch die Prime-Einheit ersetzt werden.
Wird sie meine Befehle akzeptieren? Die Gemini-Reihe kann nicht eigenständig handeln. Ihre Programmierung ist nicht darauf ausgelegt. Gemini Prime, wem dienst du? Ich diene der Allianz-Kommandantin. So sollte es auch sein. Vorher wusste ich nur, dass ihr das sagen würdet. Wir können nicht riskieren, dass die Prime-Einheit Schaden nimmt. Lass sie hier, bis wir das Schiff gesichert haben. Ich werde sie begleiten. Niemand kann die Aktionen unseres Feindes besser vorherberechnen. Wir brauchen alle Feuerkraft, die wir kriegen können. Ich komme auch mit. Ich hätte nichts dagegen, ein bisschen Dampf abzulassen. Es wird Zeit, dass wir den Hyperraum verlassen. Dampf ablassen, so. Sie war lange nicht mehr mit uns alleine, habe ich das Gefühl. Donation. Ey. Hey, kurz Dank dir. Vielen, vielen Dank. Boah, verrückter hätte es noch nicht machen brauchen. Auch wenn vielen lieben Dank. Auf Erfolg hoffnungslos sind. Bist du tatsächlich der Erste? Könnten wir gleich mal ausprobieren, ob es funktioniert. Vielen, vielen Dank. So. Muss ich die Tage tatsächlich mal gucken, dass ich mal so ein Projekt quasi einblende. Muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Ich habe das nämlich tatsächlich noch nicht gemacht, wie sowas funktioniert. Dass ich quasi mal einblende, wofür quasi das ganze Geld momentan zusammenfließt. Ich hatte ja immer schon mal gesagt, dass das nächste der Greenscreen wird. Und ich denke mal, dann ist das praktisch, wenn wir irgendwie mal eine Übersicht haben, wie weit wir da sind. So. Schauen wir nämlich dann mal. So. Ironischerweise war der Ton, glaube ich, gerade immer noch ein bisschen laut, obwohl ich den schon ein paar Mal angepasst hatte. Kurios, kurios. So. Müssen wir nämlich gleich mal schauen. Techniker-Doc. Müssen wir tatsächlich morgen mal gucken, ob wir morgen eventuell The Forest direkt weiterspielen. Weil mir brennt es tatsächlich so ein bisschen unter den Fingern. Ich will halt ganz gerne die zweite Etage von unserer Inselfestung mal fertig kriegen. Die Fähre ist startklar. Es kann losgehen. Das wäre halt eigentlich mal cool, wenn die mal fertig werden würde. Und wenn wir dann mal die ersten Ausflüge quasi in die Höhlensysteme machen können. Alter Schwede. Mir scheint, hier ist etwas defekt im Laderaum. Für meinen Geschmack, Scorpio. So. Ich vollbringe eine Leistung, die niemand von Ihnen auch nur im Traum vollbringen könnte. Nicht einmal Sie mit Ihren amüsanten Schädelimplantatspielereien. Koth, habt ihr die Kommunikation des Schiffs gestört? Koth! Ja, das wirst du genau, Senja. Irgendwie merken wir davon nur leider nichts. Interessant, die hat ganz schön was drauf, die Scorpio. Aber gut, dass das nicht mein Schiff ist. Bereit für den Fall der Überfälle? Ist das etwa eure Vorstellung von Humor? Seid nicht so verkrampft, Heron.
Alter, ehrlich mal, der hat voll einen Stock im Arsch. Soll mal ein bisschen entspannter werden, der Typ. Ich verstehe das nicht. Wo sind die ganzen Sprungtruppen? Selbst eine minderwertige Version von mir wäre hochintelligent. Sie wüsste garantiert, wie man improvisiert. Du bist die Gemini-Expertin. Was machen wir jetzt? Ich würde vorschlagen, wir gehen raus und sehen, was geschieht. Was für ein sensationeller Plan. Ja, ich finde ihn auch ganz gut. Also auch wenn sie anmaßend und arrogant ohne Ende ist, aber irgendwie macht sie das sympathisch, muss ich sagen. Ich habe berechnet, dass dies die kürzeste Route zur Brücke ist. Das macht sie irgendwie sympathisch. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mir auch nicht, aber wir haben wohl keine Wahl. So. Interessant, dass wir eine ganze Reihe an Begleitern jetzt als Unterstützung haben. Gefällt mir ganz gut. Im ersten Moment hätte man gedacht, hier ist offen und man fällt durch. Oh. Ach stimmt, jetzt werden wir getrennt, glaube ich. Da war was. Jetzt wären wir, glaube ich, getrennt. Sie haben durch Ihr Kommen einen katastrophalen Fehler begangen, Fremdling. Ich muss meine Befehle ausführen. Was ist da los? Welche Befehle? Du, metallisches Wesen. Was bist du? Du bist eine Nachahmung. Ich bin das Original. Nenn mich Scorpio. Du wirkst unterqualifiziert und glanzlos. Ich bin offensichtlich das überlegene Modell. mechanischer Catfight. Warum kommst du nicht aus deiner Deckung und wir finden es heraus? Weil sie das nicht kann. Ihre Programmierung verbietet es ihr, die Brücke zu verlassen. Sie kann nur tun, was ihr befohlen wird. Dein Versuch, mich zu verärgern, ist zwecklos, wie du eigentlich wissen solltest. Ich kann nur davon ausgehen, dass es dir an Intelligenz mangelt. Sie Alter. Können nun alle sterben. Wenn wir dazwischen gestanden hätten. Sie gibt nicht auf. Sie hat uns getrennt. Da kommen die Sturmtruppen. Das sind keine Sturmtruppen, das sind Sprungtruppen, verdammt. Kluge Strategie. Vielleicht ist der Geist des Captains doch von meinem inspiriert. Inspiriert, aber nicht gleichwertig, oder? Wir werden sehen. Sie hat nicht direkt widersprochen? Interessant. Unterschätzen Sie unseren Feind nicht. Die nächsten Minuten sollten sehr interessant werden. Sind wir mal gespannt, ob wir das überleben. Ach du Kacke. Ja, moin. Alter, was steht denn hier noch rum? Himmel, Herrgott. Nein. Ich benötige bessere Ziele. Sie ist halb tot. Glauben, dass sie mich besiegen können. Sie ist halb tot, aber meckert immer noch rum, ey. Unfassbar. Verdammt, da war was Blaues drin. Wir schaffen das schon. Und ihr? Uns geht es allen gut. Ich habe versucht, die Panzertür zu öffnen. Genau. Hat nicht geklappt. Vielleicht kann Scorpio es mal probieren. Ich bin zurzeit nicht in der Lage, die Befehle des Captains zu überbrücken.
Senja und Lana sollen sich auf die Tür fokussieren. Wenn wir drei zusammenarbeiten, können wir sie öffnen. Oh oh, ist gut. Es strömt irgendein Gas ein. Wir müssen weiter. Ich habe Koordinaten eines passenden Treffpunkts geschickt. Sie haben meinen ersten Angriff überlebt. Doch es gibt keinen Ort, an dem meine Sprungtruppen sie nicht finden und vernichten werden. Immer diese Domina-Stimmen, Alter. Möchte mal wissen, wer das entschieden hat. Dass die Synchronstimmen so sprechen müssen. Genauso hörst du dich auch immer an, wenn du es wissen willst. Ich habe fast das Gefühl, dass ich mich entschuldigen soll. Sie wird sich jetzt anpassen. Ihre nächste Aktion wird sicher weniger direkt sein. Sie basiert doch auf deinem Aufbau. Kannst du nicht vorhersagen, was sie tun wird? Das habe ich gerade getan. Ich sehe voraus, dass ihre Aktionen unvorhersehbar sein werden. Ruhe. Sie will sehen, was wir ausrichten können. Ich schlage vor. Interessant. Wir zeigen es ihr. Lass mich das Ding noch looten, verdammt. Ah, wollte ich gerade sagen. Da ist was Blaues drin. Wäre ich jetzt aber mächtig böse geworden, wenn ich das nicht hätte looten dürfen. So, untersuche die Schlachtkreuzer nach nützlicher Technologie. Okay. Schauen wir mal. Oh, Wissensobjekt. So, haben wir schon wieder Schrott? Ja, ein bisschen was haben wir tatsächlich wieder. Ja gut, das können wir eh nicht mehr brauchen. Da haben wir nochmal ein Ausrüstungsteil. Können wir direkt auch schon mal nachgucken. Wow, heute werden wir aber zugeschmissen mit Haustieren. Ist ja krass. Schau mal einer, guck, das Ding ist sogar besser. Das können wir sogar tatsächlich mal gebrauchen. Das Ding können wir desintegrieren, das brauchen wir nicht. Haben wir tatsächlich mal was gekriegt, was noch besser ist als unseres. So. Müssen wir natürlich gucken, dass wir das irgendwie ausblenden. Müssen wir natürlich nochmal gucken. Erscheinungsbild anpassen. So. Blenden wir mal aus, weil das Ding ist pottenhässlich. Das müssen wir uns nicht antun. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das kann dann auch weg. So, schauen wir mal. Erstaunlich, dass wir den noch nicht hatten. Auch nicht so alltäglich, dass wir mal was nicht haben. So, das kann auch weg. So, wunderbar. Nicht mehr so selbstverständlich, dass wir mal was nicht haben. Gucken, wo wir hier noch Sachen ausfindig machen können. Oh. Überleben gesichert. Das Ziel wurde ausgelöscht. So, hier haben wir nichts. Okay. Tatsächlich mal gucken, wo wir überhaupt langkommen. Wir sollten vielleicht erstmal die andere Seite langlaufen. Weil da gibt es nur eine Richtung. Jetzt die andere Seite langlaufen, dann sind wir tatsächlich wieder woanders. Ah.
Praktisch. So, haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Scheint es gewesen zu sein. Da oben ist noch mal was. Ganz schön verworrene Gänge hier, ey. Da verläuft man sich ja direkt. So. Ein paar listige Sprungtruppen. Die Narren glauben, dass ich besiegen kann. So. Sollen wir mal schauen? Hm. Ist ja auch witzig, da kommen wir gar nicht lang, wie es aussieht. Ah, doch. Sehr schön. Und diese lästigen Sprungtruppen. Ich benötige bessere Ziele. So. Frage ist natürlich. Ah. Ich habe Ihre Kampftaktiken analysiert. Ihre Ineffizienz wird in zukünftigen Begegnungen einleuchten. So. Okay. Machen wir nämlich die Nebenaufgabe noch schnell. Wenn wir dann dürfen. Na, was denn nur? Ah. Was hast du vor? Ich habe genug von ihren Sprungtruppen, ihrem falschen Überlegenheitssinn. Hallo, Captain. Was tust du? Was ich vorhatte, seit du das erste Mal etwas gesagt hast. Ich werde dich auslöschen. Alter. Das kannst du nicht. Ich kenne jeden Datenknoten, jedes Verbindungsfeld. Alles wie bei mir, nur einfacher. Das kannst du nicht. Meine Verteidigung wird es verhindern. So, als hättest du eine Wahl, aber genau das ist dein Fehler. Du hast die Anlagen eines großen Wesen, bist aber gar kein Wesen. Am Ende bist du nur ein Druide. Anscheinend nicht. Ich bin keine Nachahmung. Ich ersetze dich. Wie kannst du? Unmöglich. Nein! Jetzt bist du veraltet und minderwertig. Du hast deinen Zweck verwirkt. Oh. Ich kann nicht. Oh. Scorpio. Scheint sie sich ein bisschen übernommen zu haben mit ihrer Aufgabe. Dass sie ausgerechnet die Mandalorianer auf ihre Seite ziehen. Wann wollt ihr mir endlich etwas sagen, was mich davon abhält, den Sockel des Turms mit euch zu dekorieren? Aber das habe ich nicht verdient. Ja, ich weiß. Das scheint gerade im Trend zu sein. Valen. Genug von den Spielchen. Wir haben sie, den Fremdling und Mutter. Die Narren versuchen, eines unserer Schiffe zu kapern. Ah, der Tag ist gekommen. Ich fühle es diesmal. Wirklich. Ich hab's so geahnt, dass das kommt. Bist du nicht auch so gespannt? Lass dich nicht täuschen. Mein Schweigen ist kein Zeichen des Zweifels, sondern der Sicherheit. Ich mag Valen irgendwie.
Ich hoffe, ihr empfangt das. Wir haben hier die Energie verloren. Die ganze Gravestone war tot. Die Kommunikation, der Störer. Wir sind jetzt wieder da. Scorpio wurde ausgeschaltet. Ist das euer Ernst? Das ist gar kein gutes Zeichen. Ich versuche herauszufinden, was bei uns los war. Passt auf euch auf. Das minderwertige Modell wurde eliminiert und ein Alarmsignal nach Sakul gesendet. Imperator Arkan ist auf dem Weg. Und sie sollten besser gehen, bevor sie auch noch sterben. Mit dem, was du Scorpio angetan hast, lasse ich dich nicht durchkommen. Also wünschen sie sich offensichtlich den Tod. Verstanden. Commander, wir haben die Fracht des Schiffs von den Kernwelten gefunden. Das solltet ihr euch ansehen. Scorpio wurde ausgeschaltet. Der Captain hat sie zerstört. Oh, sie hat uns gut gedient. Aber ich schätze, das ist ein Problem weniger, um das wir uns kümmern müssen. Die Gravestone hatte eine Störung. Der Captain hat ein Signal an Arkan geschickt. Der Rest der ewigen Flotte wird mittlerweile auf dem Weg zu uns sein. Wir sollten besser weit weg sein, wenn sie hier auftaucht. Aber wir haben etwas gefunden, das den Plan ändert. Wir sollten uns neu formieren. Ich schicke Senja als Unterstützung. So, mal gut, dass wir wenigstens den unprogrammierten Druiden noch haben. Jetzt sollen wir uns so alleine fühlen. So, ironischerweise... Ah doch, der liegt ja noch, wollte gerade sagen. Welch finsterer Plan. So. Trotz alledem sind wir immer noch nicht da, wo wir eigentlich hin wollten. Das heißt... Als ob wir da reinlaufen, ernsthaft. Wie lächerlich. Ich glaube, sie ist ein bisschen wütend auf was auch immer. Niemand sollte hier alleine unterwegs sein. Sehr schön. Ich kümmere mich darum. Wir sind nicht mehr alleine. Yay. Kann sich jemand anders verprügeln lassen, nicht mehr wir. So. Jetzt haben wir noch so einen ekelhaften Debuff drauf, glaube ich das? Haha, die dunkle Seite hat gesiegt. Für das Imperium. Kurios, heute Vormittag habe ich noch gesagt, aha, für die Republik. Die CDU die Flagge immer mit dem Wind wehen lassen. So, ironischerweise ist die Quest damit nicht abgeschlossen. Komisch. Merkwürdig, merkwürdig. Müssen wir wahrscheinlich den Hauptgang langlaufen. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass die Hauptmission, die Nebenmission damit schon durch ist. Wollte ich den ganzen Umweg wieder zurücklaufen. Das ist leicht ekelhaft. Kommen wir irgendwie nicht mehr durch, habe ich. Was zum Geier?
Hat sich gerade irgendwie ein bisschen meine Steuerung umgestellt. Das ist kurios. Das ist gar merkwürdig. Das war ja gerade eine fiese Mechanik. Müssen wir jetzt anscheinend hier oben durch, wenn ich das richtig sehe. Ah, ja. Oder auch nicht. Ah, was haben wir hier noch Schönes? Okay. Jetzt bin ich ein wenig überfragt tatsächlich. Fallen lassen? Okay. Gucken wir uns hier hinten einfach mal um. Hier ist nämlich nochmal eine Tür. Interessant. Diesen Knopf hier habe ich noch nie gedrückt. Oh, faszinierend. Okay, hier kommen wir also nicht durch. Wenn unser Haustier da einfach mal drin stehen bleibt. Ich hoffe mal nicht, dass das wieder so eine Mechanik ist, dass man direkt stirbt, wenn man einen so Treffer abkriegt. Na komm schon. Oh. Ja, zumindest stirbt man nicht direkt. Haben wir das auch mal gesehen. Oh. Das war unser Druide. Das war unser Druide gerade. Hält ganz schön was aus, die Sprungtruppe da. So. Ihre Aktionen sind so vorhersehbar. Ich könnte sie auch einfach durchwinken, aber das werde ich nicht. Diese Anmaßung überall. Oh, ich glaube, wir sollten Senja mal heilen. Glaube ich nicht ganz so verkehrt, wenn man immer darauf achtet, dass unser Tank auch genügend Energie hat. Habe ich das? Traut sich ja was. Der traut sich ja was, der gottverdammte Druide. Haben wir hier noch irgendwas Sinnvolles? Nee. Dann geht's hier weiter. So, irgendwo noch Wissensobjekte? Nee. Wollen wir mal ein Auge drauf haben, ob wir Wissensobjekte auftreiben können. Die nehmen wir mal ganz gerne mit. Es langweilt mich, Ihnen zuzusehen. Ich kann meine Zeit sicher benutzen. Sie langweilt sich. Das sehe ich aber anders.
So. Und bumm. Alter, ich glaube, wir standen ein bisschen dicht dran. So. Na, komm schon. Geier, war das denn gerade? Und so komisches Mini-Geschütz. Hast du eine. Ah, ich verstehe, das sind so eine komischen. Na? Versorgungsschacht, Putzdruiden oder sowas. So. Machen wir mal Rohr frei. Ey, glaub ich das? Der ist ja frech. Unverschämt. So. Wir sind der neue Hausmeister vom Dienst. So, hier laufen ein paar Ekelhafte rum. Jetzt sollte es besser gehen. Aber gleich wieder ein Kommando-Level. Es geht echt zügig gerade. Hm. Achso, ich verstehe, wir sind da runter wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Oh. Wollen wir mal austesten, ob das was bringt? Anscheinend nicht. Etwas enttäuschend. Ich hätte mir mehr davon erhofft. Gut, dass der genug Schaden kriegt. Der Schlingel hat Verstärkung geholt. Schicht im Schacht. Den der sogar mal wieder ein bisschen Schaden abgekriegt. So. Die Richtung müssen wir. Yeah. Was haben wir hier Schönes? Glaube ich das? Nicht alle? Ja, von alle. Puh. Das wäre es noch gewesen, wenn wir durch so einen Blödsinn jetzt draufgegangen wären. Ich glaube, es hackt.
So. Ob im Ator kann sie wohl foltern, denn ich denke, das wird er. Und ich wette, er wird es genießen. Ich würde es sicher genießen.